Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Quiz-Taxi. Heute aus Nordirland. Autoquiz. Autoquiz. Wir sind im Autoquiz. Mit dabei sind natürlich Christian, Peter und meine Wenigkeit. Die anderen. Ach ja, wir spielen gegen das andere Auto. Wir sind Team Anthrazit, die anderen sind Team Rot. Team Siegerauto ist dran. Wir haben 10 Fragen vorbereitet und die müssen wir jetzt beantworten und gucken mal, welches Team am meisten Punkte macht. Ich würde sagen, let's go. In welchem Jahr erschien das super-duper VR-Spiel Half-Life Alyx auf Steam? Was für ein VR-Spiel? 2020, oder? Half-Life Alyx ist ein VR-Spiel, Sebastian Letzen. Ja. Das erschien doch, war das nicht so weit Ende des Jahres? Uff, wann erschien Half-Life? Tja, seit wann will Bram, Christian das immer spielen? Noch nicht so lang. Alyx, Half-Life Alyx. Also wir waren auf einer Pizza. Was war denn die erste Pizza mit LAN? Wann war die? Wann waren wir in der eSports Factory die LAN machen? Das war 2020, das war vor Corona, ne? 2020 war schon Corona. Dann war es 2019. Dann war es 19, ja. Oder haben wir die LAN gemacht zu Corona? Nee. Also 2020 war das erste Corona-Jahr. Ja. Haben wir da im September noch eine LAN gemacht? Waren die eher... Die 2019? Die war vorher vor Corona, glaube ich. Vor Corona oder nach Corona? Die war vor Corona. Ich würde nämlich sagen vor Corona. Aber... Also ja. Ich sag 2019 oder 2018. Das wäre, glaube ich, mein Guess. Ich bin bei 92. Ja, irgendwo ist es auf jeden Fall in die Richtung, muss das gewesen sein. Da war auch die LAN, wo meine Wasserpfeife geklaut wurde. Wann kam Vollgeist raus? Das war auch die LAN, wo Vollgeist rauskam. Safe? Ja, nicht? Ist das nicht die League of Legends LAN gewesen? Ist das die League of Legends LAN gewesen? Ich habe keine Ahnung. Haben wir da nicht beides gespielt? Okay, sollen wir 2019 sagen? Ich würde 2019. 2019 oder 2018? Ja, gut, 2019. Okay, 2019. Dann Antwort 1. Weiß ich nicht, aber ich hätte gedacht, dass Half-Life Alyx vor Corona rauskam. Meine ich, also ich meine, Christian hat das ja da gespielt, also 2019, also September 2019. Irgendwie soweit. Müsste das gewesen sein. Okay. Ja, reicht ja. Ja, ja. Wir legen uns fest auf 2019. Ja. Okay, mal gucken, was die Antwort sagt. Das Spiel erschien natürlich 2020. Scheiße, als ob. Okay. Fuck. Das Spiel erschien natürlich 2020. Scheiße! Was? Tja, schade. Haben wir die LAN dann... Oh, scheiße. Da haben wir uns echt doof erinnert. Dann Frage 2. Das ist belastend. Das ist schon schlecht. Ja. Frage 2. Billie Eilish hat 3 Haustiere. Ein Hund, eine Katze und... Kakerlaken? Keine Ahnung. Tja, was hat Billie Eilish? Ich glaube Roman. Ein Papagei. Roman, ja. Roman wäre gern das Haustier von Billie Eilish. Was ist denn für ein Scheiß? Noch ein Hund. Willst du jetzt auf mein Bauchgefühl hören? Ja, was sagt dein Bauchgefühl? Da alles ein Haustier ist, hätte ich jetzt Schlange gesagt oder so, aber das ist völliger Quatsch. Keine Ahnung. Ein Hund, eine Katze eine und eine Maus. Papagei. Hund, Katze, Maus, sagt man doch immer bei Standardfluss. Das stimmt. Also Vogel reicht? Ja, schon, oder? Also muss man jetzt nicht sagen, welchen Vogel, oder? Ja, aber wir müssen 0,3 Meilen links. Ja, ja. Hat die vielleicht einfach noch einen Hund und noch eine, oder noch eine Katze? Nee, hat die nicht. Ist das meinst so du nicht, dass sie irgendwie was so abgedrehtes hat? Irgendwie so irgendein Chamäleon oder... Oh, die riecht ja einfach sonst nichts mehr. Nee, hat drei Haustiere. Die drei Haustiere, da wird ja nicht nichts sein, oder? Ein Hund? Meinst du wirklich einen zweiten Hund einfach? Ein Hund, eine Katze und noch ein Hund. Ein Hund! Ja, das glaube ich nicht. Ja, das wäre voll die Fangfrage. Ja, wie Sven hier die Fragen stellt. Das wäre voll die Fangfrage. Ein Chamäleon oder Papagei oder sowas? Chamäleon? Keine Ahnung, da kann auch... Ist nicht so ein beliebtes Haus. Okay, Billie Eilish. Ja. Was würde eine Person... Ein Affen. Wenn wir mal komplett über Vorurteile gehen, vom Aussehen her und so weiter. Was würde die anziehen? So ein geiler Kakadu. Ja. Den überholen wir noch. Was gibt's denn? Ein Schwein! Schweine sind auch Trend, oder? Ja, aber Billie Eilish ist vernünftig, die hat kein Schwein. Ha. Also, da kann man jetzt wirklich alles nehmen, ganz ehrlich. Was ist denn eine Trickfrage? Die hat einfach nur noch einen Hund. Können wir mit Vogel einfach am meisten abdecken? Ja, ich würde sagen schon. Ja, das ist die Schummler-Antwort. Ja, komm, wir nehmen mal Vogel. Ui! Da steht 50. Ja, 50 in den Kreisverkehr rein. Alter. Okay, also wir haben uns auf Vogel festgelegt, okay. Okay.
Billie Eilish, ist Billie Eilish nicht genau dafür bekannt, dass die halt sowohl androgyn als auch feminin als auch maskulin und so weiter Kleidung die ist halt so, die ist halt so extravagant von den Klamotten. Genau, die ist extravagant von den Klamotten, aber die hat halt keine Richtung. Die ist halt nicht weiblich angezogen oder männlich oder so, sondern die trägt ein Ballkleid, wo die hochgepuschte Titten hat und dann einen Tag später trägt die halt irgendwie Skater-Klamotten, wo die halt ihre Brüste abgebunden hat, damit sie möglichst männlich aussieht. Ja. Also die macht halt alles irgendwie so in die Richtung. Also die definiert sich, glaube ich, nicht über geschlechtliches Aussehen. Ich war bei einem Affen einfach, weil ich mir denke, so mega extravagant, das machen nur Stars. Ich glaube aber nicht, dass sie, also sie ist ja auch, sie setzt sich ja für viele Sachen ein. Für was ist, wenn die sowas wie so ein Nagetier hat oder sowas? Ratte, Kaninchen. Würde nicht eine Ratte passen zu ihr? Ich stell mir vor, so im Hoodie hinten in der Kapuze, sie mit einer Ratte würde voll passen. Ja, vielleicht oder Nasen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ratte. Kann auch irgendein Reptil sein, können auch Ratte nehmen. Okay, nehmen wir Ratte, ja? Ja, ich weiß es nicht. Okay, Ratte. Wenn da jetzt eine Schlange ist, dann sage ich hier gar nichts mehr. Dann macht Christian jetzt alleine. Ja, ist halt echt so. Haustier Nummer 3 ist selbstverständlich eine Vogelspinne. Vogel! 50% halber Punkt. Alter! Hälfte war richtig. Haustier Nummer 3 ist selbstverständlich eine Vogelspinne. Natürlich. Wow. Ach, na klar. Okay, das wissen die anderen aber auch nicht. Nee. Frage 3. Wie viele Kronensplitter erhält man in Fall Guys für einen Sieg im Modus Truppshow? Alter, okay, Peter. Das weißt du. Da haben wir drüber gesprochen. Ich glaube 30 oder 25? Ich glaube 20. Du brauchst 60 für eine ganze Krone und ich glaube, du kriegst ein Drittel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also müssten es 20 Kronensplitter sein. Okay. Ich glaub, ein Drittel war das, wa? Ich bin am Arsch. Ich habe noch nie vorgestellt. Habe keine Ahnung, das wird eine Peter-Frage gewesen. Ja, genau, aber wir haben den Modus einmal angeklickt und dann hieß es, pass auf, du bist 4 Leute, 20% kriegst du. 20 von 100. Wenn du das sagst. Ich habe nie Vorgas gespielt. Bin ich bei dir. Welche Frage war das? 4? 3. 3. Ja, dann man erhält natürlich 20 Kronensplitter. Yeah. Nice, Bram. Geil, erste Frage. Nice, Bram. Gut gemacht. Good job. 20 Kronensplitter. Yes! Das ist ein Punkt. Boah, Peter. Hat sich ja nicht mal ausgezahlt. So, Frage 4. Frage 4. Hat Nordirland über 2 Millionen Einwohner oder weniger? Stand 2019. Haben wir das nicht vor kurzem erst nachgeguckt? Ja, da war Belfast hatte 300.000 und danach kam noch gar nichts mehr irgendwie, was nur eine 100.000er Stadt. Ja, der nächste war eine 100.000er Stadt. Ja, und dann kommen da noch nicht noch irgendwie 1,6 Millionen auf NRW drauf, quasi auf die NRW-Größe. Ich sag weniger. Aber ganz Irland ist NRW. Meine ich Nordirland? Die Frage? Ja, genau. Aber du hast auf NRW-Größe gesagt, das ist ganz Irland. Nee. Nordirland ist so groß wie NRW. Nordirland ist so groß wie NRW. Irland ist schon groß. Also die Insel Irland. What? Wir brauchen doch dann, aber wir brauchen nur eine Stunde bis nach Dublin. Das ist doch gerade mal. Ja, aber Dublin ist im Norden von Irland. Okay. Das ist Irland, Dublin. Wir sind jetzt schon wieder in Irland. Ja. Ich würde auch weniger tippen, weniger. Aber können ja überstimmen. Ja, weniger. Ja, schon überstimmt, egal was das sagt. Alles gut. Weniger. Stand 2019. Ich meine, das haben wir vorher gegoogelt und ich meine, das war weniger. Also ich würde aus dem Bauch schon sagen, das sind weniger, weil so viele Leute habe ich nicht gesehen. Da kommt schon wieder Kreisverkehr. Natürlich. Ja, immer Kreisverkehr. Alter. Das ist eine Autobahn, da ist immer Kreisverkehr. Okay. Richtung A1, Road irgendwie. Also 50-50, ne, jetzt so. Ich war ja verwirrend mit dem Kreisverkehr. Wieso gab es da noch eine andere Auffahrt? Ja, damit du direkt links fahren kannst. Ach so, wo wir aber nicht hinwollen, okay. Ja. Also weniger, ne? 50-50? Wir sagen alle weniger, also sagen wir weniger. Okay. Es sind weniger. Yes! Ja, 2 Punkte! Es sind weniger mit 1,8 Millionen. Oh, krass. Oh, aber knapp. Ja, ist egal. Echt knapp. Okay, aber dann haben wir 2 richtig von 4. Nice. Frage 5. Ist okay. Frage 5. Wir machen es wieder einfacher. Wie heißt die Hauptstadt von Thüringen? Ach. Erfurt. Das stimmt, Erfurt, logischerweise. Ja, nice. Da war die Mac ja auch immer. Ja, Erfurt. Nice, boah, Christian. Das wissen die anderen aber auch. Scheiße. Die Christian ist smart. Okay. Ja, Christian ist smart. Ja, du weißt das einfach. Von Thüringen, Erfurt. Die Mac war doch da. Das muss Erfurt sein, ja. Die Mac ist in Erfurt immer. Du weißt das doch.
Ich komme aus Sachsen, ja. Ja, damit ist ja, das ist ja, doch quasi Erfurt ist doch die Hauptstadt. Nee, dann müsste Erfurt. Wir waren ist denn das auch wirklich die Hauptstadt oder ist das irgendeine Fangding? Oder ist es Magdeburg? Aber Erfurt ist nein, das, wir waren eine Messe. Erfurt auf jeden Fall wurde von Bodo Ramelow persönlich besucht. Der musste doch nur 150 Meter laufen aus seinem Scheiß-Office. Ja, ja. Aber Magdeburg ist das nicht Sachsen-Anhalt? Ja, das könnte auch sein. Okay, also Erfurt finde ich ist... Erfurt ist eine okay Antwort, würde ich sagen. Immer Erfurt. Das klingt auf jeden Fall, ja, kann ich mir vorstellen. Das wissen die anderen hoffentlich auch. Peter wusste das. Peter wusste. Never. Ich hoffe, ihr habt natürlich alle Erfurt gesagt. Klar haben wir. Na klar. Okay, dann haben wir 3 von 5. 3 von 5 ist schon mal gut. Ich hoffe, ihr habt natürlich alle Erfurt gesagt. Yes! Das heißt, wir haben jetzt 3 Punkte. Das heißt, wir haben 3 Punkte, richtig? Ja, ich will mir das merken, cool, damit wir nachher so vergleichen können. 30 Meilen fahren. Damit wir das merken können. Ja, damit wir das nachher gemeinsam eine Antwort machen können. Ja, ich weiß. Okay, von 5 Fragen haben wir jetzt 3 richtig. Das ist okay, mehr als die Hälfte. Next one. Frage 6. Wer gilt als Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung? War das nicht Abraham Lincoln? Aber der war nie Präsident? Oder war das Washington? Nee, ich meine auch Lincoln. War das nicht Lincoln? Gab es die schon längst und der hat dafür gekämpft, dass in. Ah, nee, warte mal, die Unabhängigkeitserklärung. Die Unabhängigkeitserklärung war doch nach dem Krieg Nord-Süd, oder? Nee, das ist die Unabhängigkeit von England. Ja, genau. Natürlich, das ist ganz am Anfang. Okay, stehen da auch die Sachen drin, so hier würde so deren, wie heißt fick der? Euch, fick dich in England. Nation, lass mich in Ruhe. Nee, der, auch deren, worauf die sich immer beziehen, deswegen dürfen Waffen nicht abgeschafft werden, weil das steht in der Verfassung. Ich hätte auch gesagt, das ist deren ist Verfassung. Wait. Also wir reden jetzt über Unabhängigkeitserklärung und Verfassung. Ja, nein, das steht nicht in wie heißt denn das, was ich meine? Meinst die Unabhängigkeitserklärung? Oh. Nee, du meinst quasi bei uns das Grundgesetz in Amerika. Ja, nee, ja, die haben ja irgendwie so 10 Punkte oder sowas, wo halt drin steht, dass. Wir sind unabhängig, ist Punkt 1. Ach, was hat denn das für eine Relevanz, wie das heißt? Also, Abraham Lincoln war der Dude, der gekämpft hat, als Nord gegen Süd gekämpft hat, meinst du? Okay, dann ist das oder? Nein. Wer ist denn der Typ in dem Monument in Washington? George Washington. Der da auf dem. Oder? Nee, auf dem Stuhl sitzt. Ja, das ist. Ich meine, das wäre doch Lincoln, oder? George Washington. Als Verfasser? Das müsste George Washington sein, oder ist das eine Fangfrage? Was war Lincoln? Lincoln war auch Präsident, aber dann später, oder? Problem ist doch aber, dass voll viele das Ding unterschrieben haben. Und das dann wäre es die Gründungsväter? Aber wer hat sie verfasst? Das ist ja die Frage, nicht wer sie unterschrieben hat. Wer ist denn auf Mount Rushmore? George Washington? Teddy Roosevelt? Der wird wohl nicht sein. Nee. Abraham? Also ich würde auch vom ersten Bauchgefühl würde ich auch auf jeden Fall George Washington nehmen. Der sitzt doch dann auch am Washington Monument, wo die Verfassung hinter ist, oder nicht? An diesem Megasee, den man halt kennt, wo auf der einen Seite dieser Obelisk steht, da kommt der See und dann sitzt der da als Da ist aber auch so ein Lincoln Square. Okay, kann. Gibt es da auch. Das stimmt. Also ich bin da ein bisschen bei Bram. Warum sollten aber, sie denn dann sonst hinsetzen? Aber dann? Stimmt, da sitzt der Abraham Lincoln. Ja, das ist deswegen, ich weiß, ob es dann eine Fangfrage ist. Aber ey, wie gesagt, vom Bauchgefühl her, und man sollte ja immer auf sein Bauchgefühl hören, sollte man, würde ich jetzt sagen, George Washington. Wir werden uns ärgern. Wenn ich das zerdenke, ist es Lincoln. Aber dann machen wir einfach eine Abstimmung. Also ich bin Abraham. Ich bleib bei Washington. Du bleibst bei Washington? Boah! Ja, bleib dann bei mir. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Fuck, ey. Was könnte der denn sein? Also der erste Präsident war doch George Washington, ja, oder? Das war auf jeden Fall. Was war denn das Besondere an Lincoln? Hat er nicht die Sklaverei? Der hat die Sklaverei abgeschafft. Das war noch, hat doch was mit den Kriegen zu tun gehabt, Lincoln. Ja, der hat die Sklaverei abgeschafft. Ist das dann dieses, genau, ist dieses Union-Ding gewesen? Aber die Verfassung wird ja dann schon eigentlich vom ersten Präsidenten doch gemacht, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Ey, dann nimm Washington. Okay, dann würde ich leider mit Washington gehen, Martin. Nee, alles fine. Heißt die Stadt eigentlich Washington wegen George Washington? Das weiß ich nicht. Hm. Ich vote Washington. Ja, ich würde auch sagen Washington. Dann nehmen wir Washington. Ich wäre immer noch bei Lincoln, aber das ist auch gar kein Gefühl.
Okay, Washington. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat natürlich Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, natürlich. Ach. Sehr gut von uns. Das haben die auch nicht gewusst. Niemals. Was denn Thomas Jefferson? Ich hab keine Ahnung. Das ist halt der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Hat der nicht, die Glühbirne erfunden? Nee, weil da war Thomas Edison. Ah, Edison. Aber da waren halt voll viele dabei. Deswegen, es gibt eine South Park-Folge, da reicht ein Cartman in der Vergangenheit. Also, habe ich gerade das würde ich nur Christian da hinten zutrauen, dass er das weiß. Frage 7. Und wir haben jetzt die Hälfte. Ja, 3 von 3. Naja. Die Hälfte 3 von 3. Okay. Frage 7. An welchem Tag fiel die Berliner Mauer? Wenn ihr gut seid, sagt ihr Tag, Monat und Jahr. Kriegt ihr 2 Punkte. Wenn ihr nur das Jahr wisst, gibt es 1 Punkt. Muss natürlich auch stimmen. Tag, Monat und? Moment, Tag, Monat Tag und Jahr. Deutschen, okay, 89. Wann ist Tag der Deutschen Einheit? 10. Oktober 89, meine ich. 10. Tag der Deutschen Mauer ist der 10. Ist das nicht 3. Oktober? Nee, nicht der Deutschen Mauer, Deutsche Einheit. Der Deutschen Einheit. Oh, das war im November. November, was, 5. Ist das 5. November? Ja, den Tag weiß ich gerade nicht mehr so. Aber es war 88, oder? Ja, da wurde dann die Grenze aufgemacht. Also da fiel die Mauer. Würde ich auch sagen. Und dann haben die sich danach überlegt, ey. Nee, das war doch 89. Nee, 89, also ich meine, das war ein Jahr vor 89. 89 ist dann quasi die Bundesrepublik entstanden. Genau, aber ich glaube, 88 ist die Mauer gefallen, oder nicht? Ist die also, nicht 89 gefallen und ich meine auch. Später, war das so also, rum? Was, ja, halt spät, was halt spät? Und 90 war doch Bundesrepublik dann oder so. Jetzt sind wir nicht mal bei dem Jahr uns einig. Jetzt wird's peinlich. Ja, dann 89. Tja. Ja. Was ist denn, wenn wir, ich weiß natürlich jetzt nicht. Was haben wir im Oktober kriegen wir, wenn wir jetzt nur 89 sagen, kriegen wir 1 Punkt. Ja. Wenn wir jetzt 3. Oktober 89 sagen und das ist falsch, kriegen wir dann 0 Punkte? Ach, die muss, okay. Ja, oder? Weiß ich nicht. Muss aber natürlich richtig sein. Können wir ja gleich mit denen noch klären, ob diese. Das können wir jetzt schon mal diskutieren, weil das haben wir ja schon aufgenommen. Dann fragt er kurz. Hallo, hallo? Ja, wir sind hinter euch. Okay, kurze Regelfrage zu der Frage mit dem, hier, wie heißt es? Mit dem Mauerfall. Wenn wir jetzt irgendein Datum sagen und das falsch ist, aber das Jahr richtig, kriegen wir dann noch einen Punkt oder kriegen wir dann keinen Punkt mehr? Wie habt ihr das geregelt? Habt ihr dann einen Punkt, weil das Jahr hattet ihr dann ja richtig. Okay, okay. Okay, dann gut, alles klar, dann machen wir weiter. Ja, dann sage ich auf jeden Fall, also 89 ist ja logisch. Ja. So. Oktober bin ich mir auch ziemlich sicher. Bin ich mir auch ziemlich sicher. So, Tag der Deutschen Einheit. 3. Oktober kann auch sehr gut sein. Vielleicht ist der 3. Oktober. Ich bin bei dir. Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, ja? 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 Ihr seid beide auf dem 3. Wo bist du denn? Ich bin irgendwas. Ich habe halt den 4. Oktober im Kopf, den 6. und den 9. Ich weiß nicht wieso. 3 Tage der Deutschen Einheit? Nee, irgendeine davon, aber das können auch andere. Ja, wann hast denn du immer frei? Ja, ich mache ja nicht immer frei. Ich weiß. Das ist ja das Problem. Scheiße. Weil ich bin 88 geboren und 88 ist eigentlich nichts passiert, außer dass ich geboren wurde und 89 meine ich, wäre die Mauer gefallen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was am 5. Aber dein erstes Gefühl war 11. November, sollen wir da nicht 11. Nee. November? Nee, war nicht, okay. 11. kann auch sein. Elfter ist Karneval, Peter. Das stimmt. Das wär jetzt ein komischer Zufall. Aber ich meine 5. Irgendwie ganz am Anfang, so 4., 5., 6., 7., irgendwie so. Ja, moin. Was sagt ihr? Ich hab keine Ahnung. Also 5., 11., 99, 89. Okay. Oder war es 6.? 5. glaub ich. Wieso ist das kein Feiertag? Das ist ein Feiertag, Peter. Ach, das ist ein Feiertag? Das ist ein Feiertag. Ist ein Feiertag? Der 5., 11. ist ein Feiertag? Nein, das ist der 3. Oktober, Alter. Der Feiertag hat nichts damit zu tun, wenn die Mauer gefallen ist. Also hat er schon, aber das ist nicht das gleiche Datum. So. Ha. Okay, wir gehen aber trotzdem im 5.11., weil wir aber keine wir Ahnung haben. Okay. Ich meine, das war letztes Jahr am Donnerstag. Ja, das bringt uns ja viel. Ich glaube, es ist der. Also ich gehe mit 3. Ich bin da mit euch, ich bin komplett ratlos. Okay, wir gehen mit dem 3., ja? Ja. 7. Also 3. Oktober 89. Ja. Die Mauer fiel am 9.
November 1989. November. Okay, der 9. November ist es. Okay. Ich war so sicher. Was war denn der 3. Oktober? Tag der deutschen Arbeit? Tag der Arbeit? Nee, Tag der Arbeit ist 1. Mai. Okay, haben wir nicht deutsche. Hey, hey, ich habe immerhin den 9. im Kopf gehabt. Das war schon okay. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt kurz gucken, was am 3. Oktober ist. Ja, guck mal, was am 3. Oktober ist. Die Arbeitnehmer und ihre Feiertage. Die Mauer fiel am 9. November 1989. Ja, wenigstens das. 9. Okay. Ja, schade. 9 war nie on the table. Nee. Aber okay, immerhin ein Punkt. 4 Punkte. Okay, und natürlich gab es noch 4 Punkte, was ich mega smart gerechnet habe. Tag der Deutschen Einheit. Am Arsch! Ja, aber Tag der Deutschen Einheit. Die Mauer fiel halt erst später? Das ist ja frech. Hä? Scheiße, Tag der Deutschen Einheit ist der 3. Oktober 1990. Mauerfall war 89. Natürlich, die Mauer fällt, dann hat es natürlich noch gedauert. Auch echt das ist dumm. Warum keine machen die Ahnung, sowas? Weil soll ich denn wissen? Okay, dann hätte ich im November aber auch nicht gewusst. Ich habe das immer miteinander verbunden. Das hätte ich nicht gewusst. Deswegen heißt doch der Tag so, Deutsche Einheit. Ja, an dem Tag wurden wir eine Einheit, ja, aber an dem Tag fiel ich der Mauer, weil ich der Mauer fall. Ja, aber ist das nicht so, dass das Symbol ist? Wir müssen das separieren. Der deutsche Geschichte. Ja, ja, keine Ahnung. Okay, damit haben wir 3 Fragen richtig, 4 Fragen falsch, Frage 8. Scheiße. Gut. Frage 8. Nenne 2 der 3 verschiedenen Bälle beim Zaubererspiel Quidditch aus Harry Potter. Ja, viel Spaß. Oh, ja, das ist der Klatscher. Ist der Klatscher? Alter, du musst nur einen anderen sagen. Wir haben doch Schnatz schon. Ja. Ist der Schnatz ein Ball? Der Schnatz ist ein Ball, ja. Oder ist der Schnatz der Schnatz? Der Schnatz ist der Gewinnerball. Okay. Sepp, du bist doch Harry Potter Main. Nein, bin ich nicht. Übelst gar nicht. Ich meine, das wäre der Klatscher. Weil der klatscht. Und dann gibt's noch. Wieso gibt es überhaupt 3 Bälle? Ich bin gerade auch verwirrt. Aber es gibt den Schnatz, der fliegt weg und dann gibt es noch einen Ball, mit dem die dann so spielen. Achso, und gibt es nicht einen Ball, der noch so rumfliegt und dich vom. Nee. Also ich meine, das wäre der Klatscher. Ja, wir sagen Klatscher. Schnatz und Klatscher. Okay. Ich weiß nur Schnatz. Ich finde das sehr gut. Wir können uns mal wieder nur blamieren. Mega. Bei Harry Potter? Nee. Klatscher und der. Schnatz. Schnatz. Goldene Schnatz. Goldene Schnatz. Okay, ich bin da komplett raus. Ja. Ja. Klatscher ist. Nee, oder waren die Klatscher die Position? Scheiße. Hüter gab's. Sucher. Und die Klatscher. Scheiße. Fuck, ja, wie hieß der? Die hießen doch Klatscher. Hieß auch Klatscher? Gab doch. Aber wie heißt der 3. Ball? Keine Ahnung, Alter. Es gibt doch die weggeballert werden. Es gibt diese kleine goldene Kugel und es gibt den sie in der Hand halten, diese größere Kugel. Ja. Also ich habe keine Ahnung, ich habe den Film 2-mal gesehen oder so und das war's. Also goldener Schnatz und Klatscher. Ja, das mit Schnatz. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das noch gibt, außer Klatscher. Das auf jeden Fall war das 8, ne? Muss mal kurz gucken. Ja, es musste 8 sein. Frage 8. Nenne 2 der 3 verschieden. Okay, Antwort 8. Ach, Klatscher. Klatscher und goldener Schnatz. Also, es gibt den goldenen Schnatz, der beendet das Spiel. Es gibt den Quaffel, das ist der Spielball. Ja. Und es gibt den Klatscher. Yes! Easy! Nice, habt ihr gut gemacht. Geil, dann haben wir wieder die Hälfte. 4 richtig, 4 falsch. 2 haben wir noch. 2 haben wir noch. Quaffel. Okay, wir können auch richtig. Den Quaffel, Alter. Quaffel, Alter. Ihr hättet gern Quaffel mit Sahne. Also, es gibt den goldenen Schnatz, der beendet das Spiel. Es gibt den Quaffel, das ist der Spielball. Und es gibt den Klatscher. Ja! Sehr gut! Sehr gut. Meine Frau wäre stolz. 5 Punkte. 5. Okay. Nice. Jetzt kommt 9 von 10. Let's go. Noch 2 Punkte zu holen. Wir sind bei 9 von 10. Frage 9. Über was stolpert der Butler in Dinner for One an? Den Tiger. Da kam nur. Ist er nicht ein Bär? Nee. Nee. Tiger? Tiger? Tiger. Ist das ein Tiger? Tigerfell. Ja, Eisbär? Nee. Bär? Nee, Tiger? Der ist gestreift. Ist Tiger, nein, ist oder? Tiger. Okay, ey, bin ich auch wieder bei euch. Ja. ich weiß schon, wo immer überstimmt. Wir nehmen den Tiger. Scheiße, in den unterschiedlichen Versionen. Ein Teppich von einem ausgestopften Tier. Wir sind bei Frage 9 von 10. Okay, pass auf. Das ist ein Teppich von einem ausgestopften Tier. Ich weiß nicht, ob dem das reicht. Nein, der fragt ja, wo du. Okay, also, Christian war sich relativ sicher, dass das. Ich würde auch Tiger gehen. Ich kann sein, dass das bei hier Dinner ob Kölsch
ein Bär ist oder so. Weil ich habe unterschiedliche Versionen immer in den Jahren ja, geguckt. Jedes Jahr gucke ich da und ich weiß jetzt gerade nicht, ob da ein Tiger oder ein Bär ist. Das Problem ist, das ist ja auch ohne Farbe. Das heißt, wenn das so ein orangener Tiger wäre, dann würde einem das ja auffallen. Aber es ist ja ohne Farbe. Gibt eine Farbversion. Ich kann mir gerade beides bildlich vorstellen, sowohl mit Tiger als auch mit so einem Eisbär. Das ist doch beschissen gerade. Ja, dann nehmen wir... Dann nehmen wir Tiger halt. Tiger. Das ist halt Bär. Jetzt habt ihr mich verunsichert. Aber ein Tiger wäre... Nee, warte. Ein Tiger wäre doch voll klein, oder? Das ist doch voll der große Teppich. Wieso ist ein Tiger klein? Was ist denn ein Tiger klein? Ja, im Verhältnis zu einem Bär macht ein Tiger nur so einen kleinen Fleck auf dem Boden aus. Und so ein Bär ist halt so ein Riesenfleck. Weißt du schon, dass das quasi der Tiger ist, dann wie so ein geteilt. Schmetterling. Ja, genau. Aber ein Tiger ist doch deutlich kleiner als ein Bär. Ey, wenn du willst, nimm Bär. Ich sag Tiger. Ich hänge mich an Christian, weil ich habe okay, schon frech gedoutet. Okay, ich wollte das nur noch mal einwerfen. Der Dude stolpert die ganze Zeit natürlich über ein Bärenfell. Nein! Tigerfell. So eine Scheiße! Was hat er noch gesagt? Hat er irgendwann mit Tigerfell, warte mal. Bärenfell. Spaß. Tigerfell. What? Was ist das denn für eine Verarsche? Wild! Okay, das war nice. Das war nice. Okay, nice. Wir haben 6 Punkte. Danke, Christian. Alter. Dude stolpert die ganze Zeit natürlich über ein Bärenfell. Scheiße! Tigerfell. Hä? Moment. Halt natürlich über ein Bärenfell. Spaß. Tigerfell. Alter, so ein Arsch, ja, ey. Ja. So ein Arsch. Ich habe mich schon einen Moment gut gefühlt. Okay, dann haben wir 5 richtig, 4 falsch und kommen okay, zur Frage 10. Komm, wir können die 6-4 machen. Frage 10 und damit die letzte Frage im Bunde. Welches Urgestein verbirgt sich hinter dem Namen Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow? Das ist Loriot. Okay. Wenn das du das sagst, Loriot. Dann ist das so. Dann ist das so, das ist Loriot. Auch von Bülow. Loriot. Ja. Scheiße. Was? Ich hab grad auf die Peter, Alter, kannst du mal... Peter. Alter, wie? Möchtest du Ihnen die anderen Antworten auch noch sagen? Es tut mir wirklich leid, Alter. Ich war so excited, wie und ich kann wusste. Man? Wie kann man... Ich bitte ins andere Auto. Okay. Unsere Antwort ist Loriot. Peter, hast du den Knopf jetzt nicht gedrückt? Okay. Nein. Ja. Aber wissen die ja jetzt eh schon. Selbstverständlich kennt man den Herren besser unter dem Namen Loriot. Wir haben 7 Punkte. Die anderen haben mindestens 1 Punkt jetzt auch in der Tasche. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die sich schlagen. Alter, war das dumm, ey. Selbstverständlich kennt man den Herren besser unter dem Namen Yes. Bei selbstverständlich, ja. Stark, yes. 6 von 10. Okay, dann frage ich die Jungs mal. Nice. Okay, wir sind durch. Nice. Dann machen wir Abmod gemeinsam. Wir haben beide gequizzt, also beide Autos. Ja, die waren krass. Die waren krass. Ja. Ja. Habt ihr eigentlich Peters Hinweis mitbekommen? Okay, Peter hat bei irgendeiner Antwort einfach bei der auf letzten die Taste Antwort gedrückt. Hat er die Antwort gegeben, gehört? Während er die Taste gedrückt hat. Ich weiß nicht warum, aber Peter war Gott sei Dank. Das haben wir nicht gehört. Also bei Loriot. Ich hab Loriot gesagt. Wäre ein Free Point für euch. War sowieso Free Point. Ihr seid nicht, so, also. ihr seid nicht okay. So klar immer zu hören, wie ihr denkt. Okay. Ja, so wie du quasi. Ja. Okay. Ihr wart krass. Wir haben 5 Punkte. Naja, easy. Wir haben mehr als 5 Punkte. Ja, wir auch. Ja, oh, easy. Okay. 6. Ja. 7. Nee. Okay, wir haben ein 7 Punkte, Punkt. Genau. Scheiße. Oh. Wir haben genau 7. Oh, ihr muss aber sagen, richtig, die trickigste oder? Frage, nee, die trickigste Frage war hier mit Dinner for One. So. Ich sag so Tiger und die beiden fangen an so. Ja, das war ein Bär, oder? Nee, Bär. Wir sagen Bär. Ich so, nee, wir sagen Tiger. Peter so, ja, okay, komm, wir gehen mit Tiger. Eisberg, und dann kommt Svens Antwort mit Bärenfell. Nein. Nee, wir haben uns aufgeregt. Ja, so nach dem Motto, Scheiße. So ähnlich war das bei uns auch. Ja. Aber andersrum. Nee, wir haben Tiger okay. gesagt. Okay. Ja, Vorgeist wussten wir. Was habt ihr denn dann falsch? Das wusste Jay doch. Die Vogelspinne wusstet ihr natürlich auch nicht, aber was wusstet ihr denn noch nicht? Harry Potter? Und Tag der Deutschen Einheit mit Mauerfall verwechselt? Also nicht 89 stimmt, genommen. Wir haben 89 genommen, aber nicht den 3. Oktober. Ah, okay. Ja, okay, aber 89 hatten wir auch. Ja, wir also wussten nicht, ob das der 5. oder 9. November war. Wie habt ihr dann 7?
Das ist noch falsch. Wir haben sechs. Das mit den Gründungsvätern. Thomas genau. Jefferson hatten wir aber auch falsch. Ja, hatten wir auch falsch, deshalb kommen wir auf sieben. Der ist nicht mal gefallen. Oder haben wir auch sieben und haben falsch gezählt? Half-Life. Der Cut wird das noch herausfinden, in Zweifel kriegen wir einen. Vielleicht haben wir uns auch verzählt. Nein! Weil wir hatten Alex falsch, wir hatten Billy Eilish falsch, Thomas Jefferson hatten wir falsch. Und das war. Das ganz kurz gucken. Das ist doch dann schöner zu wissen. Dann machen wir und Tag der Deutschen Einheit. Nee, aber das war ja nur das Jahr. Genau. Das ist ja auch ein Punkt. Ja, genau. Das war ja auch. Hatten wir auch richtig. Das war schon bei 6. 10. Dann kommt ja noch Loriot, dann habt ihr mindestens 7. Ja, sehr gut. Ich bin dafür, dass ihr euch verzählt habt, das abzukriegen. Ja, ihr kriegt nur 6,5. Also hatten wir exakt die gleichen Fragen. Ja, ich musste fahren, ja, ich musste mich konzentrieren. Wir haben die gleichen Fragen richtig. Und ihr falsch. Und auch noch die falschen Antworten teilweise. Das ist ja insane. Oh mega. Ja, das war mal wieder eine Runde Quiz-Taxi-Auto-Quiz. Ausgleich, wow. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Ja, ciao.